Dann versuchen wir mal hier durchzukommen. Oh, ist das ein Gorilla? Ja. Aber ich bin ein Power-Gorilla. Kannst mir gar nichts. Hey, warte mal. Moment mal, Tokens. Sag doch was. Die brauchen wir doch hier, die Tokens. Hä? Was? Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Wir brauchen Artefakte, um die Bosse zu beschwören am Boss-Summoner. Und das möchte ich heute mal in Angriff nehmen. Die Artefakte auf Ragnarok sind ja teilweise recht leicht zu bekommen, teilweise aber auch recht schwierig. Es gibt zwei, die besonders leicht zu bekommen sind. Und zwar das Artifact of the Strong, glaube ich, und das Artifact of the Brute. Diese zwei, das eine befindet sich im Redwood-Biom, das andere befindet sich ja in einer Ruinenstadt, die überflutet wurde. Und ich würde sagen, wir begeben uns da jetzt einfach mal hin. Und zwar gehe ich da jetzt mal mit dem hier Prime Rex hin, würde ich sagen. Müssen wir mal gerade gucken, ist der auch schnell genug dafür? Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte, wie es jetzt unserem evolvierten Kompi aka Megaraptor hier geht, den wir da in der letzten Folge noch bekommen haben. Das möchte ich gerade noch mal kurz zeigen. Der sammelt jetzt so über die Zeit natürlich sein Dino Age. Ich habe dem noch ein bisschen Zeug reingepackt, ein bisschen Prime Meat. Das hatte der Rex noch gehabt und ihr seht, das hält hoffentlich noch lang genug. Er braucht ja jetzt erstmal 10-mal Dino Age. Einmal hat er noch, das heißt, das Dino Age, was er schon bekommen hat, das verfällt nicht irgendwie oder so. Das wird gespeichert, das heißt, das können wir jetzt erstmal vor sich hindengeln lassen. Ihr seht ja, das dauert noch eine ganze Weile, bis der wirklich soweit ist. Ihr habt mir gesagt, ich soll auf gar keinen Fall skillen. Das bringt gar nichts, wenn ich skille. Und ihr habt mir auch gesagt, natürlich, das habe ich jetzt aber auch schon rausbekommen in der letzten Folge, ich soll doch unbedingt sämtliche Dinge, die sich im Inventar befinden, rausnehmen, bevor ich den evolviere, damit das nicht irgendwie eine Katastrophe gibt. So, ihr seht, ich habe auch noch wichtige Sachen im Inventar. Die sollte ich unbedingt mal rauslegen. Zum Beispiel die Kibbel hier oder das Dino-Blue. Das müssen wir ja nicht unbedingt alles dabei haben, wenn wir jetzt losgehen. Oder auch die Tokens. Das müssen wir ja auch nicht unbedingt mitnehmen. Das packen wir jetzt hier schnell nochmal rein. Regeneration Potions sollten wir allerdings schon mitnehmen, glaube ich, weil der Weg dahin ist schon ziemlich weit und wir werden auf dem Weg dahin höchstwahrscheinlich auch den ein oder anderen Gegnern über den Weg laufen. Jetzt muss ich mal gucken, wie schnell ist eigentlich der Rex? Ich glaube, irgendwie ist es fast schon schlauer, das mit dem Affen zu machen, weil der Affe einfach schneller ist. Da wäre ich schneller bei den Artefakten. Der ist auch manövrierfähiger. Der kann auch mal so einen Berg hochspringen. Der Affe ist einfach geiler. Und er hat auch ein Level-Up, sehe ich gerade. Okay, wartet mal. Wir müssen mal ein paar Sachen wegschmeißen hier. So, so, so. So, 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 so. Was ist das hier eigentlich? Beef Potion. Ah ja, regenerates food. Genau. Das war die Sache. Ich erinnere mich. So, da tauchen wir mal alles hier raus. Da kommen hier die Taming Potions. Die brauchen wir auch nicht. Ah, Moment. Regeneration Potions müssen wir natürlich hier ganz nach oben ziehen. Ganz wichtig. Genau, und dann geben wir dem Affen mal nochmal ein bisschen Leben. Bisschen Midi-Damage. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Habe ich nicht noch XP-Potions, die ich dem geben kann? Ja, genau. Hier, warte mal. Du kriegst mal das. Ist das auch ein XP-Potion? Ne, das ist ein Eraser-Potion. Removes Torpor. Regenerates Stamina. Ne, genau. Das passt eigentlich alles. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, jetzt habe ich den blöden Golem aufgeweckt. Zwei blöde Golems habe ich aufgeweckt. Ja, kommt mal alle nach. Hier, kommt. Ihr könnt mir mal nachlaufen. Das ist gut. Macht das mal. Kommt. Kommt mal alle mit. Ihr blöden Golems. Nein, sag jetzt nicht, da kommt jetzt der Dodorex an. Alter, wieso seid ihr denn jetzt in der Range, um hier zu helfen? Verdammte Scheiße. Das geht schon wieder gut los hier. Jetzt muss ich die töten. So, okay, gut, alles klar. So, und der andere Golem, nicht, dass die jetzt mir hier runterrauschen. Warte mal. Kommt mal mit, ihr beiden. Alle kommen jetzt hier mit, bitte. Weil der Dodorex hat so einen übelsten... Ja, ich wusste es. So einen übelsten Wendekreis. Und jetzt werden sie schon aggro. Ich krieg die hier nämlich dann nie wieder hoch, wenn die da runterfallen. So, stopp. Alle beruhigen sich bitte wieder. Tötet ihn, schnell. Diese blöden Golems, dass die hier auch direkt nebenan spawnen müssen. Das regt mich so auf. Stirb. So, okay, alles klar. So, jetzt mal. Alle mir nach, mir nach, mir nach. Alle mir nach. Alle stay put. Stay put. Du sollst put stayen.
Du sollst dich nicht beruhigen, verdammt. Ja, dann speichert dein Feuer, mein Gott. So, jetzt muss ich euch erstmal da rausfingern wieder. Aus der Klippe hier. Aha. Ah, ja, ist gut, Dodorex. Ist gut. Komm, es reicht. Du kriegst den eh nicht platt. Hab's vergessen. So, jetzt schnell hin zur Base, den abstellen. Was für ein Start, kann ich da noch sagen. Hey, was bist denn du hier für einer? Das geht ja mal gar nicht. Ja, obwohl, der macht, glaube ich, nichts. Solange ich den nicht irgendwie zu nahe kommen, glaube ich, machen die nichts, die Geier. Da ist alles gut. Mein Gott, ey. Wie das schon wieder losgeht, ey. Wie das schon wieder losgeht. Alle rasten so aus. Alle sind am Ausrasten hier. So, warte mal. Jetzt noch den Rex hier wegholen. Weil wenn die hier stehen, hier können ja auch Bosse auftauchen. Und wenn die hier stehen, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch etwas größer, dass die dann irgendwie krepieren oder so. Und das wollen wir ja nicht. Oh Gott, der Rex mit seinem Wendekreis, ey. Ich fall erstmal direkt den Berg runter, weißt du? So, Moment. Jetzt müssen wir uns hier auch wieder schön geschickt dran vorbeimogeln. Genau. Ich meine, an sich ist es ja nicht verkehrt, dass sie auf Gegner losgehen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Range von denen jetzt doch so groß ist, dass sie dann auch diese Golems angreifen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die sind ja doch relativ weit weg eigentlich. Ich meine, nicht ganz außerhalb der Sichtweite, aber sie sind schon irgendwie weit weg. Und jetzt hat der Geier will irgendwie auch auf den Golem losgehen. Anscheinend scheint der Geier zu glauben, es wäre etwas, was er abbauen kann. Das ist eh auch so komisch, dass die ganzen Viecher auf die Golems aggro werden, obwohl sie doch eigentlich wissen müssten, dass sie die gar nicht abbauen können. So, jetzt komme ich hier natürlich auf den Affen nicht rauf, weil ich ihn so schlau geparkt habe. Komm mal da runter, bitte. Komm. Los. Stopp. So, und jetzt? Jetzt kann ich endlich losgehen. Wow. Meine Güte. Hälfte der Folge gebraucht, nur um diese blöden Golems platt zu machen und die Tiere wieder zu parken. Egal, dafür geht es jetzt umso schneller. Auf jeden Fall. Das ist jetzt der Plan, dass wir hier möglichst fix zu den Artefakten kommen. So, da muss ich jetzt mal gucken, welcher Weg ist denn der beste in dieses Redwood-Biom? An sich eigentlich quer durch die Wüste und dann hinten links rum in die Mitte zum Redwood-Biom. Das ist eigentlich so die schnellste Möglichkeit, um da hinzukommen. Na, machen wir das. Oh! Aber fliegen kann ich, das ist alles gut. Ich kriege ja keinen Fallschaden mit dem Affen. Alles gut, alles gut. Alles schön, alles schick, alles fein. Wir können ja vielleicht auch mal gucken, dass wir unterwegs noch ein paar Tiere töten. Dass wir noch ein bisschen Dino-Blut bekommen und so. Das passt ja eigentlich. So, hier springe ich mal rüber. Hui. Hier springe ich auch mal rüber. Hui. Jawohl. Nice, nice. Nice, nice, nice. So, jetzt hier rechts rum. Und dann hier wieder links rum. Und dann einfach mitten durch. Genau, und wir halten halt da hinten drauf zu. Das Ding ist jetzt nämlich, also ich weiß schon, dass man in diesem Labyrinth, wo wir drin waren, hier in der Wüste, dieses Versteckte, wo wir auch gerade so ein bisschen drauf zulaufen, dass man da wohl irgendwie auch einen Dungeon drin hat, wo man auch Artefakte herkriegen kann. Aber das Problem ist jetzt, da ich nicht weiß, wie ich da vorzugehen habe, ist das natürlich ein bisschen ungünstig, das jetzt zu machen. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt schneller an ein Artefakt komme, wenn ich diese Rätsel da drin löse. Und ihr habt mir auch irgendwie gesagt, dass man nur bestimmte Buchstaben da drücken kann da drin. Ich will mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken bei nächster Gelegenheit. Stirb. Schlange. Sehr gut. Genau, und das will ich mir bei nächster Gelegenheit auch nochmal angucken. Allerdings jetzt nicht, weil wenn ich jetzt möchte ich, wie gesagt, schnell an Artefakte rankommen. Ah ja, da war wieder ein Würmchen. Ein Würmchen ohne Schirmchen. Und hier ist eine Schlange. Die machen wir auch platt. Da kriegen wir bestimmt wieder Dino-Blut, oder? Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib mir dein Dino-Blut. Los. Dino-Blut. 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 Taming Potion. Warum? Ihr sollt mir Dino-Blut geben, ihr grünen Schlangen. Los. Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib mir Dino-Blut. Gib es mir. Jetzt. So. Fort. Los! Oh, wie lange hält denn diese Schlange, ey? Okay. Was killt einen Laufo? Das ist überhaupt keine Schlange. Habt ihr das gesehen? Da stand überhaupt nicht Titanboa. Da stand irgendwas anderes. Laufo. Irgendwas. Moment. Laufolis Crotaloides oder so ähnlich. Hä?
Okay. Vielleicht kriege ich deswegen nur Taming Potions, weil das gar keine Schlangen sind, offiziell. Oder ist es irgendein lateinischer Name für eine Schlange? Taming Potion. Laofis? Ja, irgendwas mit Laofis. Also von wegen Titanboa und so. Scheint offensichtlich keine Titanboa zu sein. Okay, wir müssen da vorne hoch, in der Nähe vom roten Obelisken, in dieses Redwood-Biom rein. Ich war da auch schon mal an der Location. Ich habe dieses Artefakt schon mal geholt. Einige werden sich vielleicht noch erinnern, die Ragnarok von Anfang an verfolgen, als ich auch noch keine Mods drauf hatte. Da war ich schon mal da unten drin. Das ist so ein ausgehöhlter Baumstamm sogar, glaube ich. So ein ausgehöhlter Baumstamm, wo ein Artefakt drin ist. Ich muss nur irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Was hängt denn da hinten rot? Oh nein, hier gibt es ja Thylakoleos. Das wird ganz unglaublich lustig. Wartet mal, ich muss mal schauen, ob ich den Affen auf neutral gestellt habe, damit er mir hilft. Verhalten, Ziel angreifen. Neutral machen wir den mal, damit er mir hilft, wenn ich runtergegrabt werde. Ich glaube, wenn ich von so einem Mega-Thylakoleo runtergegrabt werde, dann habe ich, glaube ich, ein mittelschweres Problem. Komme ich überhaupt irgendwie hoch? Nee, ne? Hier komme ich hoch, oder? Komme ich hier hoch? Mal gucken. Mal hier hoch. Oder? Hier rüber? Hui! Springen! 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 Nein, das bringt nichts. Aber hier. Springen! Ja! Ich sag ja, der Affe ist viel wendiger als alles andere. Jawohl, der kommt überall hoch. Nicht schlecht. Und da ich jetzt ja auch kein Flugtier mehr habe, ist das schon sehr wichtig, dass ich diesen Affen noch habe. So, jetzt müssen wir mal sehr aufmerksam gucken auf jeden Fall. Es war irgendwie so ein Fluss, genau. Ich folge jetzt mal diesem Fluss hier. Ich glaube nämlich, dass das der Fluss ist. Was ist denn das hier? Ach, ein Affe. Das sah so komisch aus. Wie ein Haufen Fell, der im Wasser treibt. So, war das der Fluss hier? Ich glaube, ich weiß es nicht. Irgendwo war da so eine Höhle gewesen. Ich glaube schon, dass ich hier hoch muss, tatsächlich. Da hinten, hier so. Hier muss ich, glaube ich, hoch. Muss auch mal ein bisschen gucken, dass keine Thylakoleos am Baum hängen, die mich dann weggraben. Ich muss nur diese Höhle finden, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich das Artefakt, weil in der Höhle ist nichts gewesen. Da waren keine Viecher drin. Das weiß ich noch sehr genau. So, meine lieben Freunde, da gab es einen kleinen Cut. Ark ist mir nämlich hier wieder an der Stelle abgestürzt und zwar zweimal hintereinander. Beim zweiten Mal wurde ich dann, kurz bevor ich die Aufnahme starten konnte, vom Thylakoleo getötet. Deswegen habe ich jetzt hier an der Stelle auch meine Wüstenrüstung quasi verloren. Die ist jetzt hier kaputt und ja, das ist ein bisschen doof. Irgendwas führt dazu, wenn ich hier tiefer in dieses Redwood-Biom gehe, dass das Spiel abstürzt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Deswegen tue ich das jetzt hier an der Stelle nicht. Ich gehe jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung und hoffe einfach mal, dass es nicht nochmal abstürzt. Irgendwas ist jetzt passiert bei dem letzten Ragnarok-Update, was dazu führt, dass das Ganze hier ziemlich instabil ist, habe ich das Gefühl. Also ich habe ja eh das Problem, dass je mehr ich mich auf die Highlands immer zubewege, oh, und da ist ein Thylakoleo, je näher ich mich an die Highlands zubewege, dass ich dann immer Abstürze habe. Aber hier in diesem Redwood ist es wirklich am schlimmsten. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall versuchen wir uns deswegen jetzt hier mal aus dem Redwood fernzuhalten. Wir bewegen uns am besten erstmal wieder durch die Wüste. Ich weiß, wo es noch ein anderes Artefakt gibt, was man noch genauso leicht bekommen kann. Ich hoffe jetzt aber mal nur, dass nicht die Artefakte schuld daran sind, dass ich hier diese Crashes habe. Das wäre ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre nicht so cool. Wir bewegen uns mal jetzt hier schön durch die Wüste. Das war bisher immer unkompliziert und unproblematisch. Also ich weiß, dass es in der Nähe von dem zentralen Schneebiom, da gab es, wie gesagt, diese versunkene Stadt. Das ist so ein See an einem Wasserfall und da ist so eine Ruine drin. Da gab es auf jeden Fall Artefakte, das weiß ich noch. Da gab es ein Artefakt und das war auch ziemlich leicht zu erreichen. Und da möchte ich jetzt mal versuchen hinzukommen, hoffentlich ohne wieder abzustürzen oder zu sterben. Und dann müssen wir mal schauen. Schade, dass der Thylakoleo, dass der mich offscreen gekillt hat. Ich hatte leider da in dem Moment die Aufnahme nicht starten können, weil ich da auch noch zurückgelaufen war nach dem Crash und das war leider ein bisschen doof. Ja, aber so ist das.
Ark ist eben, wie gesagt, immer noch Early Access am Ende des Tages. Ja. Es ist ja immer noch Early Access. Und jetzt werden einige sagen, nein, das ist kein Early Access mehr. Ich sage immer, auf dem Papier mag das so sein, dass es kein Early Access mehr ist, aber wenn man sich mal die ganzen Abstürze und Bugs anguckt, die da immer noch drin sind, kann man eigentlich mit Fug und Recht behaupten, dass Ark nach wie vor immer noch Early Access ist. Es kriegt ja auch immer noch Updates und wird auch immer noch aktualisiert, genau aus eben diesen Gründen. Und deswegen, oh, ich habe einen Direwolf getötet, indem ich mich auf ihn draufgesetzt habe. Genau aus diesen Gründen ist und bleibt Ark für mich immer noch nach wie vor ein Early Access Spiel. So. Jetzt hoffe ich mal nur, dass nicht die Artefakte dafür verantwortlich sind, dass ich hier diese Probleme habe. Nicht, dass das Artefakt dran schuld war, dass ich den Absturz hatte. Das wäre richtig doof. Aber das werden wir ja feststellen, spätestens wenn wir in die Reichweite eines weiteren geladenen Artefakts kommen. Dann werden wir das ja merken ganz schnell. Oh Gott, ich muss jetzt hier schnell aus dem Schneebiom raus. Das ist hier nämlich, glaube ich, der Mördersnow. Da müssen wir uns schnell rausbewegen. Mich nochmal gerade überlegen, wie komme ich denn da am schnellsten hin? Eigentlich, wenn ich hier über den Berg gehe. Genau, wenn ich hier über den Berg gehe und dann hier auf der Seite runter. Genau, da so durch. Der See war auf der anderen Seite von dem Schneebiom da vorne. Jetzt verliere ich hier natürlich auch Leben, weil ich hier natürlich jetzt keine Winterrüstung anhabe. Ich habe jetzt hier mir die Flakrüstung aufgezogen, weil die Wüstenrüstung natürlich kaputt ist. Aber alles gut, der Affe ist schnell genug durch. Der kriegt keinen Schaden. Der Affe ist eigentlich für die Manövrierfähigkeit mit am besten. Der ist so am besten geeignet, wenn es darum geht, schnell von A nach B zu kommen, finde ich. Da vorne war dieser komische Poison-Giga. Müssen wir mal kurz gucken. Genau, ich halte mich mal hier rechts. Schön hier rechts hoch und dann springen wir einfach. Wir müssen zu dieser Brücke kommen. Und dann von der Brücke... Von der Brücke aus müssen wir uns, glaube ich, links halten. Genau. Also hinter der Brücke. Wenn wir über die Brücke drüber sind, dann links rum um den Berg. Und dann kommen wir an diesen komischen Wasserfall mit der versunkenen Ruine. Wo bin ich denn da jetzt gerade hängen geblieben? Ganz komisch. Ich bin da irgendwie fast abgedriftet in den Abgrund. Das wäre nicht so gut gewesen. Das wäre nicht so gut gewesen, meine lieben Freunde. So, dann versuchen wir mal hier durchzukommen. Oh, ist das ein Gorilla? Ja. Aber ich bin ein Power-Gorilla. Kannst mir gar nichts. Hey, warte mal, Moment mal, Tokens. Sag doch was. Die brauchen wir doch hier, die Tokens. Hä? Was? Du wurdest von einem Dominus-Gorilla getötet? Bitte wie hat er das gemacht, frage ich euch. Wie? Ich hatte diese geile Rüstung an. Ich saß auf meinem eigenen Gorilla drauf. Wie hat der Gorilla das gemacht? Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Sag ich ganz ehrlich, verstehe ich jetzt nicht, was da passiert ist. Machen die... Ich habe doch schon mal gegen die gekämpft. Ach so, das war vom Tabul Jara aus. Oh. Okay. Dann macht ein Dominus-Gorilla offensichtlich doch ziemlichen Schaden an mir. Hä, aber wartet mal, da passiert gar nichts. Guck mal, mein Gorilla steht einfach nur da rum. Hm. Müsste der nicht eigentlich auf den Akro werden? Ja gut, wartet mal, was können wir denn da jetzt machen? Na, wir können halt hier am Bett spawnen und nochmal mit einem anderen Tier dahin laufen. Aber das war jetzt gerade sehr merkwürdig. Das war sehr komisch. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, was da passiert ist. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich muss mir das nochmal im Video dann angucken. Ihr habt es wahrscheinlich schon total gecheckt, weil ihr auch die Szene zurückspulen könnt. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was da genau passiert ist. Das sah auf jeden Fall sehr dubios aus, wenn ich das mal sagen darf. Sehr merkwürdig. Habe ich jetzt nicht verstanden, was das war. Also wie er das auch gemacht hat. Warte mal, die Rüstung hier ist besser. Ich habe ja eine Auswahl an Rüstungen zum Glück. So. Einen Helm brauche ich noch. Genau, diesen nehmen wir da mal raus. Ja, ich nehme jetzt hier kein großartiges Zeug oder Ausrüstung mit, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt mal den Dodorex, weil er dann doch schon der zweitschnellste ist, mehr oder weniger. Und rennen dann einfach mal jetzt dahin. Ja, das war jetzt auch wieder komisch. Also ich sehe schon, diese Ark-Aufnahme heute steht unter keinem guten Stern. Zwei Abstürze gehabt. Zweimal gestorben. Auch unnötig, weil, ja, habe ich jetzt auch nicht umrissen können. Warum, genau, und überhaupt und wieso.
Sehr seltsam alles, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Sehr seltsam. Da kann ich jetzt wirklich nur die Augenbraue hochziehen und mich wundern. Ich hoffe mal, dass die Abstürze nichts mit den Speicherpunkten zu tun haben. Das wäre natürlich richtig doof. Naja, aber es ist wie gesagt alles Early Access. Und wer da jetzt sagen möchte, dass Ark kein Early Access mehr ist, der verkennt die Tatsache, dass es voller Bugs ist und immer noch grundlegende Fixes bedarf. Naja, dass das hier auch vernünftig spielbar ist und so. Das ist wirklich der eine negative Punkt, den ich Ark einfach ankreiden muss. Sie sind zu früh aus der Early Access raus. Sie hätten wirklich noch ein bisschen warten müssen mit diesem Schritt. Das ist wirklich nur so ein Schritt gewesen, der dazu führen sollte, dass ja noch mehr verkauft wird quasi, damit man halt nochmal Aufmerksamkeit generiert mit diesem Label, wir sind aus der Early Access raus. Aber so richtig stimmen tut das eigentlich gar nicht, wenn man es mal genau betrachtet. Es ist schon immer noch ein Early Access Spiel vom Kern her. Und es wird es, glaube ich, auch immer sein. Ich glaube, viele von den Bugs, die da so auftreten, die werden auch nie gefixt. Ob das jetzt diese Anti-Aliasing-Fehler sind bei volumetrischem Himmel oder ob das jetzt, ja, zum Beispiel die Reflexionsbugs sind und so, das wird, glaube ich, alles nicht mehr gefixt. Ich glaube, da können wir uns von verabschieden. Also ich habe da schon so ein bisschen mich dran gewöhnt auch. Oder auch die gelegentlichen Abstürze, die man mal hat, wenn man bestimmte Gebiete von Ragnarok läuft. Hey, hier ist ja das Weihnachtsdorf. Nicht schlecht, da haben wir nochmal einen kleinen Blick auf den auf das Weihnachtsdorf erhaschen können. Auf den Weihnachtsdorf, auch gut. Schieß den Fenster, kann ich da noch sagen. Ist auch ein Zitat aus einem sehr schönen Weihnachtsfilm. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich jetzt hier am besten rüber? Kann ich eigentlich mit dem Dodorex auch springen? Ja, das ging, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, jetzt bin ich leider nicht da hochgekommen. Genau, wir müssen versuchen, hier hochzukommen. Wieder den gleichen Weg. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Dominus Gorilla nicht einen passiven Power Gorilla von mir gerade in Einzelteile zerlegt. Sonst haben wir ein Problem, glaube ich. Dann könnte es nämlich sein, dass der Power Gorilla gleich stirbt, was sehr ärgerlich wäre, weil der Tod sehr unnötig wäre. Es wäre ein sehr unnötiger Tod. Ich habe auch in letzter Zeit das Gefühl, dass es wieder stärker am Haken ist, das Spiel so. Ich verstehe nicht warum. Ich verstehe es nicht. Komisch, mein Affe steht noch da und der Gorilla ist nirgends zu sehen. Der Dominus Gorilla. Oh, doch, da ist er. Okay, ja, gut. Brutzeln wir den mal einfach. Helf mal meinem Gorilla mit hier. Hat er mich irgendwie mit dem Stein getroffen vielleicht? Das könnte es sein, dass er mich vielleicht mit dem Stein getroffen hat. Okay, der Gorilla ist tot. Sehr gut. Da hinten ist mein Zeug. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier nichts ist, was auf mich aggro werden könnte, wenn ich jetzt absteige. Der Wolf da drüben zum Beispiel. Ich probiere es jetzt trotzdem mal schnell, mein Zeug zu bekommen. Ja, wunderbar. Sauber. Okay. Mein Zeug ist am Start. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir haben jetzt hier diesen Gorilla. Diesen Power-Gorilla, der jetzt hier einfach rumsteht. Und natürlich wird dieser Wolf aggro. Natürlich wird er aggro. Obwohl er eigentlich gar keine Chance hat, der Gute. So, egal. Wir haben alles wieder. Alles ist gut. Anscheinend muss ich bei den Gorillas wirklich echt aufpassen, dass die mich nicht irgendwie vom Rücken meines Tieres runterschlagen. Dass sie mich nicht unterschlagen quasi. Okay, die Viecher, die werden ja nicht aggro auf mich. Der kann ja einfach durchlaufen, glaube ich. Wir parken jetzt den Gorilla mal hier hinten und ich gehe jetzt mal mit dem Dodorex weiter. Scheint irgendwie doch die schlauere Lösung zu sein. Da bin ich auch ein bisschen höher. Da sitze ich nicht so tief drauf. Und da kann ich nicht so leicht geschlagen werden. Okay, also das ist ja wirklich... Also das ist heute ganz schön viel Chaos drin heute, muss ich sagen. Abstürze. Oh, ist wieder ein Affe? Nee. Also ich habe gerade Respekt vor den Affen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen. So, das ist hier hinten irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo hier so in dem Dreh war das. Diese Ruinen-Dings. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde,
Diese Ruinen suchen wir in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. An der Stelle ist diese Folge zu Ende und ja, in der nächsten Folge haben wir dann hoffentlich das erste Artefakt und können damit dann auch einen Boss entsprechend beschwören. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Bis dann, ciao, ciao!